Es ist auch ein Unterschied, ob ich mit der rechten Hand, wenn ich immer mit der rechten Hand, mit der linken Hand schreibe. Merkt ihr das? Ja? Ihr kommt natürlich auch in ähnliche Figuren rein, aber es ist ein anderer Duktus. Und es ist ein anderer Duktus, weil du eine Pinsel so anfasst. Die Verklemmung ist dann nicht übertragbar vom Innersten da auf den Pinsel. Ja? Sondern sie ist übertragbar, wenn ich ihn wie ein Bleistift halte. Viel freier. Viel emotionaler geladen, was dann dem entspricht. Expressiver Farblehrer heißt er. Da ist ja. Ja? Trotzdem, man aufpasst und da ist die Farbe und ja, die nächste, ja, jetzt machen wir den Gegensatz und dann ein bisschen gebrochener, ja, oder eine Gegenfarbe oder zack hin. Ein Pianist, der nicht tief Luft holt, bevor er anfängt im Konzert und sich wirklich alle Sinne zusammenballen, ist nicht in der Lage zu spielen. Er ist zu lang in der Lage zu spielen, wie ein elektrisches Klavier spielt, korrekt am Ton, und in der Malerei ist das Gleiche. Da muss ich brauche 2-3 Stunden, wenn ich sage, ich fange jetzt an zu malen, brauche ich 2-3 Stunden, um mich zu sammeln, um anzufangen. Bevor ich dann gar nicht anfangen. Dann habe ich es weg.